Herzlich willkommen zu einem weiteren Figuren-Review. Dieses Mal keine Wrestling-Figur, dieses Mal Superman aus der Justice League. Ja. Das ist hier die Series. Ich kenne mich nicht so wirklich mit den DC-Figuren aus. Aber ich fand die auf jeden Fall richtig cool, deshalb habe ich sie mir einfach mal geholt. Hier auf der Seite nochmal ein Bild von dem Guten. Hier nochmal die ganzen Leute, die in der Serie drin sind. Im Prinzip die komplette Justice League. Cyborg und Wonder Woman sind noch dabei. Jo, das dazu. Hier sieht man kaum, ist auch nochmal so ein bisschen Bild von Superman. Jo. So, die Leute, die diese Figuren immer in ihre Verpackung quetschen, hier, und das sind Scheiß, ja, das müssen übelst die Bondage-Fans sein, weil überall Beine, Arme, Brust, Kopf, überall muss da so ein Strick drum sein. Ja, jetzt habe ich ihn endlich aus seiner Verpackung befreien können. So sieht er gut aus. Typische, ja, Superman-Kleidung sollte ja sein. Ich finde das Cape übelst cool, weil das so ein, naja, das ist so ein, ja, so ein Gummikram, natürlich mit Superman-Logo hinten drauf. Die Frisur sitzt, der Typ sieht ein bisschen aus wie Brad Maddox, aber ist ja egal. Dann hier vorne natürlich das Superman-Logo, wie sich das gehört. Der Anzug von ihm hat hier noch überall neben den ganzen Muskeln natürlich, der fast aussieht wie ich. Hat er noch hier so, ja, extra Designs drauf, finde ich extrem cool. Dann natürlich der Gürtel und die roten Schuhe, auch alle mit irgendwelchen Verzierungen und Design, ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Mach mal hier ein bisschen scharfer, der Junge. Will nicht scharfer machen. Ja. Schöne Figur, kann man nicht anders sagen. Jetzt klingt hier die ganze Zeit meine Xbox. Auf der Rückseite unter dem Cape gibt's nichts, nur den Arsch. Ja, das war's hierzu. Superman kann ich nur empfehlen. Überall, wo es Zeitschriften gibt. Oder so.